So, ja, wir sind bei einer neuen Folge ETS 2 Euro Truck Simulator 2. So, und wir fahren diesmal, was nehmen wir denn mal? Kann man das mal nehmen? Oder gehen wir hier weiter gucken? Schauen wir mal. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich glaube, wir bleiben auf der ersten Seite und nehmen mal. Wir nehmen mal Kiel nach Bremen, Freunde. So, wir haben unser Angebot gewählt. Wir schauen mal, was uns diesmal auf dieser Tour erwartet. Ich hoffe nur Gutes. Würde mich freuen. Bin mal gespannt, was man so alles auf dieser Tour erleben kann, Freunde. Ja, ich hatte es eben, habe ich Minecraft in der nächsten Folge aufgenommen, auch schon erwähnt, dass ich, ja, wie gesagt, wo müssen wir hin? Wir müssen nach links rum. Dass jetzt montags eine neue Folge Minecraft kommt, mittwochs und freitags kommt eine neue Folge ETS 2. Ja, ich mache das diesmal, ich mache das so, weil ich habe so wenig Zeit im Moment, das aufzunehmen. Und auch, ja, wie soll man sagen, ich habe schon Lust, aber, ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, bei mir spielt die Zeit irgendwie eine Rolle. Die Zeit, das aufzunehmen, das spielt die Rolle, die Zeit. Und, ich finde es eigentlich traurig, dass ich so wenig Zeit dafür habe. Danke sehr, der lässt mich durch, wie nett von ihm. Aber, ich werde dann immer am Wochenende gucken, dass ich so viel wie möglich aufnehme. Nur am Wochenende schätze ich mal so 4 Folgen ETS 2 und auch schätze ich mal, hoffe ich mal 4 Folgen Minecraft. Dass ihr dann für jede Woche gewappnet seid für die neue Minecraft und ETS 2. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, ich habe so viele Spiele hier, ja? Und ich habe auch leider so viele Spiele hier, die leider nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht wieso. Ich habe zum Beispiel 3 Call of Duties aus dem Zweiten Weltkrieg. Call of Duty 1, dieses United Offensive und Call of Duty 2. Die funktionieren alle 3 nicht mehr, Freunde. Dann habe ich Return to Castle Wolfenstein. Das funktioniert auch nicht mehr. Ja, hallo? Es funktioniert der Bus-Simulator nicht mehr. Ja, irgendwas muss doch da schiefgelaufen sein, oder nicht? Bus-Simulator weiß ich aus den vielen Artikeln, die im Internet stehen, dass es an dem neuen Windows-Update liegt. Das kann gut möglich sein. Das kann gut möglich sein, dass es daran liegt. Ich habe eigentlich das installiert, was auch da steht, dieses visuell C++ 2.5 und 2.8 für eben halt 64-Bit. Und es funktioniert trotzdem nicht. Also, wenn ihr da wisst, warum das nicht funktioniert, der Bus-Simulator, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Oder schreiben würdet. Ich habe da keinen Plan, wieso das funktioniert. Ich meine, das Schöne ist, das Spiel ist von Astragon, ja? Und Astragon, der Sitz von denen, beziehungsweise die kleine Zentrale von denen, ist keine 16 Kilometer von mir entfernt. Nämlich in Gladbach. Ist Astragon ein kleiner Sitz von denen. Oder ist sogar selbst Astragon. Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall werde ich das, glaube ich, mal machen und werde mal zu denen hinfahren, bei denen mal anfangen. Und sagen, Freunde, das Spiel funktioniert nicht mehr. Lest euch das mal im Internet durch. Da sind hunderttausende von Leuten, bei denen das genauso ist. Was könnte man da tun? Ich an deren Stelle würde ja vielleicht ein Update rausbringen. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal wissen, was los ist. Ich glaube wohl kaum, dass die irgendwie eine Ahnung haben, wie viele Leute Probleme mit dem Spiel haben. Aber nur gut. Soll es nicht dabei bleiben, gehen wir auf ein anderes Thema. Und das, wie gesagt, wieder die Videos. Ich habe gesagt, wann die neuen Folgen kommen, von ETS 2 und von Minecraft. Und wie gesagt, das ist im Moment das Einzige, was ich spielen kann. Also ich kann ETS 2 spielen, ich kann Minecraft spielen. Ich könnte natürlich noch Landwirtschaftssimulator spielen, aber es sind ja alle Simulatoren, Freunde. Ja? Ich möchte ein Spiel spielen, das auch was, ja, wie soll man sagen, wo man viele Folgen von drehen kann. Let's Play. Wäre richtig genial. Gut, ich habe Tomb Raider abgebrochen, ich weiß. Aber es liegt auch nur daran, weil das Spiel, wie gesagt, so blöd geworden ist, weil man ja eben halt nicht speichern kann. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz jetzt schon gesagt habe, weil man es nicht speichern kann. Wie gesagt, auf jeden Fall, deswegen ist das so blöd geworden, das Spiel, dass ich das wirklich abgebrochen habe. Ich weiß, ich habe schon mal ein Spiel abgebrochen, das war Minecraft, wieder anläuft. Ich hoffe, diesmal kommt es gut an. Aber das ist definitiv, ich weiß nicht, was ich denn spielen soll. Ich könnte natürlich anfangen, Trials 2 zu spielen, also die ganzen Strecken zu spielen. Wäre eine Möglichkeit. Ich könnte Splinter Child spielen, Conviction oder Sniper Ghost Warrior oder Homecomb, Multiplayer, das ist nicht und, Freunde, sagt was, schreibt was in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ohne eure Kommentare weiß ich langsam nicht mehr, was ich spielen soll. Die beiden Spiele, die werden jetzt erstmal bleiben, ETS 2, Minecraft, die werden jetzt erstmal vorläufig weiterlaufen. Definitiv. Die werden weiterlaufen. Solange es geht, solange ihr wollt, werden die weiterlaufen. Gut, ihr schreibt nicht wieder in die Kommentare. Ich weiß es nicht, wieso es, woran es liegt, aber gut, ist es auch erstmal abgehakt. Darum geht es mir jetzt erstmal gar nicht. Es geht mir jetzt erstmal darum, welche Spiele ich spielen soll. Schreibt es in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und würde mich definitiv freuen. Also ihr könnt auch ruhig ein Abo dalassen. Ist auch kein Thema. Aber auch kein Thema. Würde mich auch freuen, wollte ich eigentlich sagen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Das ist echt blöd gelaufen, sagt man so schön. Für Let's Player oder für einen Commentary-Macher oder wie auch immer. Ich hätte noch eine Lösung. Ich könnte vielleicht auch noch Battlefield 2 Commentaries machen. Da könnte ich noch was machen. Ich könnte Battlefield 2 Live Commentaries machen. Live Commentaries ist gut. Ja doch, eigentlich schon. Eigentlich sind ja Commentaries immer aufnehmen, hinterher kommentieren. Live Commentaries ja eben halt spielen und gleichzeitig kommentieren. Das könnte ich machen. Mit Gästen, wenn ihr wollt. Also, wer dazugehören möchte, beziehungsweise wer mit mir ein Commentary bei Battlefield 2 machen möchte, wäre jeder willkommen. Also jeder, der mal sagt, ich möchte gerne mal mit dir aufnehmen, kommentieren, sehr, sehr gerne, Freunde, sehr, sehr gerne. Ich sage das auch von mir aus, Freunde, ich möchte zu gerne mit euch kommentieren, also sehr gerne Dual Commentary machen. Oder auch LP Together wäre nicht schlecht, aber ich weiß nicht worüber, Freunde. Das ist das Problem, mit welchem Spiel. Ich habe Daisy nicht. Könnte man super LP Together ausmachen. Man könnte aus Minecraft ein gutes LP Together machen, aber da fehlt der Server wieder. Gut. Ist jetzt, sag ich mal, es ist teuer, der Server. 39 € für 4 Personen ein ganzes Jahr. Es geht, sagt ihr jetzt gut. Klar geht's, logisch, ist nicht ganz so. Aber wenn ihr das mal überlegt, das ist ein ganz normaler Easy-Server. Da können nur Leute drauf, die ihr bestimmt. Ja. Und wenn ihr dann natürlich einen Public-Server haben wollt, wo dann jeder hin so ein König Kunst drauf kann, der dann, sag ich mal, euer Passwort und eure ID, Server-ID hat. Wo ihr dann mit viel, viel mehr Leuten drauf seid, die vielleicht, ja, wie soll man sagen, das Talent zum Bauen haben. Das wäre schon richtig geiler. Aber dann kostet es auch gleich wieder 277 € für das ganze Jahr. Für 6 Leute. Das nenne ich mal teuer. Ich würde mich sehr, sehr gerne wirklich über Leute freuen, die einen Server machen würden, für uns jetzt ein LP Together zu machen. Also derjenige, der mich dann anschreiben würde mit dem Server, der wäre dann auch der Server-Host, der Admin. Ich wäre eben halt dann der Let's Player und mit ihm zusammen dann eben halt mit demjenigen. Und wie gesagt, das müssen dann aber auch schon Leute sein, die auch schon was können. Das heißt, die nicht regelmäßig irgendeine Scheiße bauen und so weiter. Es gibt ja Leute, die bauen nur Kacke. Man baut da gerade ein Haus auf und die, sag ich jetzt mal, ein Holzhaus, ist zwar dämlich, ich weiß, aber man baut da gerade ein Holzhaus auf. Ein richtig schönes großes Holzhaus, eine große Holzhütte. Und dann gibt es wirklich nur Leute, die hingehen mit einem Feuerzeug oder was weiß ich, umsetzen da, machen das Haus wieder kaputt, den Haus abpacken. Ja, hallo? Was ist daran LP Together? Das ist für mich kein LP Together. Genauso wie Troll. Was hat Trollen mit LP Together zu tun? LP Together heißt aufbauen, zusammen spielen, auf Jagd gehen, Rohstoffe finden. Wie ein ganz normales Let's Play. Als wenn man ganz normal alleine spielt. Das ist ein LP Together für mich. Trolling und so ein Scheiß, Trollen und so weiter, hat mit meinem Minecraft LP, da kann man LP Together, kann man das nicht nennen, wenn man trollen will. Dann sollte man lieber sagen, LP Together, Funny Minecraft, oder zum Beispiel Funny Minecraft LP Together. Da gehört so ein Schwachsinn, so ein Unfug rein. Aber nicht ein ganz normales LP Together. Gehört da nicht rein. Definitiv nicht. Aber nun gut, wie gesagt, das ist so eine Sache, die Leute alle zusammen zu kriegen, um dann wirklich was Ordentliches auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, es gibt Leute, ich kenne Leute, die würden das mit Sicherheit machen, die können das machen, haben auch teilweise einen eigenen Channel. Und das sind ordentliche Leute, die schaffen das schon, da was Ordentliches hinzukriegen. Nur eben halt, wie gesagt, mit dem Server, das ist die Kacke. Man könnte natürlich jetzt einen LAN-Server aufmachen. Aber das ist das Blöde, da muss man wieder über denselben Router gehen. Das heißt, nur diejenigen, die an dem Router angeschlossen sind, der den LAN-Server gemacht hat, könnten dann auch auf dem Server drauf sein. Das finde ich sehr beschissen. Aber nun gut. So ist das halt Minecraft. Minecraft erstmal abgehakt jetzt. Kommen wir wieder zu den Commentaries. Das ist, wie gesagt, das ist im Moment oberste Priorität. Live-Commentaries mit Gästen. Wer will unbedingt dabei sein? Der gibt dem Video einen Daumen hoch oder schreibt in den Kommentaren. Oh, fuck. Ich bin die ganze Zeit am Reden, wisst ihr, Freunde? Aber in anderer Hinsicht, in den anderen Dings, bin ich völlig falsch gefahren, Freunde. Ich bin die ganze Zeit am Quatschen und konzentriere mich gar nicht auf die Fahrtroute hier. Kommen wir nochmal dazu. Und zwar, wie gesagt, Live-Commentaries mit Gästen würde mich sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, wer will dabei sein. Oder gebt dem Video einen Daumen hoch. Der muss nur sagen, wie er heißt. Dann braucht man dann einmal den Skype-Namen von demjenigen, wenn man ihn nicht schon hat. Und dann kann es losgehen auch schon. Derjenige müsste natürlich, gut, muss nicht unbedingt Erfahrung haben in Quatschen. Ich denke mal, jeder kann gut quatschen. So wie ich, hat man ja gerade gemerkt, ich konzentriere mich darauf aufs Quatschen und konzentriere mich nicht aufs Fahren. Na gut, toll. Machen wir mal hier jetzt Lichter, Flutlicht an, können wir noch K, aber Flutlicht. Oh, Scheiße, ey. Ich glaube, ich fahre mal hier runter. Und fahre auf der anderen Seite wieder drauf. Ach, das ist ja auch eine Autobahn, ne? Oh, Freunde. Ich habe mich total verfranst jetzt. Total verfranst. Ah, super. Na, fahre ich die nächste wieder runter. Und dann hier wieder drauf. Ich kann jetzt leider nicht gucken, wo ich hin muss. Ich muss von Kiel nach Bremen, ne? War ich ja völlig falsch. Fahren wir jetzt mal Hannover runter und fahren wir wieder auf die Autobahn drauf. So. Das ist doch eine Kacke. Ist eigentlich nicht wirklich erlaubt, aber ich mache es einfach mal. Ich drehe jetzt. Ne? So. Fertig. Wir haben gedreht, wir sind wieder auf der richtigen Spur und wir können auch gleich den Scheibenwischer anmachen, wenn es anfängt zu regnen. Ich glaub's wohl kaum. Ich glaub's wohl kaum, Freunde. Naja, draußen schneit's gerade ein bisschen. Das ist natürlich typisch, dass es schneit, ist ja klar. Wir haben ja Ende Januar. Naja, was soll's, Freunde. So ist das Wetter leider. Aber naja, Karneval steht vor der Türe, Freunde. Was macht ihr denn so Karneval? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so Karneval macht. Das ist schon... Also ich mache wirklich nicht ganz so viel an Karneval. Ich bin auch im Karnevalsverein. Da haben wir ein paar Veranstaltungen. Und da gehe ich dann auch mit. Aber morgen haben wir zum Beispiel, also heute ist Samstag, der 26. Genau, 26.01. Morgen 27. eine Herrensitzung. Nächste Woche Samstag am 2. müsste das? Nein, gar nicht mehr. Doch, müsste der 2. sein. Der 2. Februar, da haben wir eine Gala-Sitzung. Also für Manns und Weibs und alles Mögliche. Und ich bin mal gespannt. Wird mit Sicherheit lustig. Lass mich überraschen. Das Video ist jetzt wahrscheinlich wieder extra lang, weil ich mich hier wieder verfranst hatte. Aber Freunde, wundert euch nicht, das ist mir schon so oft passiert. Das ist mir echt schon so oft passiert. Mit Dienstag um 0:22 erwartet. Na dann. Lasse ich mich mal überraschen, wann ich da ankomme. Ich habe noch 2 Stunden zu fahren. Puh. Was? 144 Kilometer, das kann aber eigentlich nicht so weit sein. Eigentlich mal. Machen wir mal kurz so. So, dann fahren wir jetzt hier mal runter. Andere Blinker. Nebel, den Dunst und alles, und den Regen, dies hier allein. Stark regnet es an. So, aua. Ich habe mich in den Schrank gehauen. Mann, oh Mann, Mann. So ist das. 200 Meter Parkplatz. Der braucht man nicht, den Parkplatz. Ich fahre mal hier in die Mitte. Eine Spur, die mittlere Spur. Weil ja jetzt gleich der Parkplatz kommt, dann bin ich nicht unbedingt drauf auf den Parkplatz. Deswegen haben wir in der Mitte. Nee, ist schon so eine Sache, Freunde. Wenn man sich aufs Quatschen konzentriert, dann erfährt man sich so was von. Ich hoffe, das passiert mit dem echten Leben. Die Ausfahrt kommt noch weiter rechts. Ey, sag mal. Ich muss schon sagen, wenn du jetzt auf die linke mittlere Spur gefahren wärst, hätte ich so eine gescheuert. Mann. Nur Idioten unterwegs. Ja, aber das finde ich auch immer so lustig. Der bremst Kilometer vorher, bevor der überhaupt abbremsen muss, bremst der ab. Und ich darf mehr sehen. Ja, nicht wirklich, aber darf man doch gar nicht fertig fahren. Ist ja nur für den Notfall, wenn man wirklich gar nichts sieht. Gut, hier sieht man ja einiges. Aber wenn man das jetzt hier so überlege... wirklich nicht so viel. Ah, gut. Machen wir auf die rechte Spur rüber. Weil gleich kommt die Ausfahrt Bremen. Ich schätze mal 80 Kilometer. Nein, war nicht warm. Ich muss gleich nur über Land fahren. Über Land muss ich fahren. Das ist ja nicht so prickelnd, aber nicht so schnell. Lieferung selber, stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Nein, ich komme nicht pünktlich an. Das ist ja schon klar, aber ich bin ja schon fast da, du Hänger. So, schauen wir mal, ob da einer kommt. Sieht nicht so aus. Dann fahren wir weiter. Da kommt auch keiner. uns aber noch 81 Kilometer. Noch eine Stunde zu fahren. 18 Minuten. Und der Regen hört nie auf. Nee, nicht auf. Hört ein und nicht auf. Naja. Der Regen ist so eine Sache, hat Gewitter genauso. Mal schauen, ob wir pünktlich da ankommen. Wir kommen auf jeden Fall pünktlich an. Wir haben 0:15 erwartet er uns. 23 Uhr haben wir jetzt. Ja, es wird oft zu regnen. Gott sei Dank. Ach, der überholt den LKW. Hallo. Ich überhole den jetzt nicht, Freunde, weil von vorne nämlich einer kommt. Von vorne. Da, kommt einer. Wir fahren hier gerade mit 30 an. Na gut, mit 40. Das ist ätzend, Freunde, weil der LKW da vorne nicht fahren kann, Idiot. Und der hier auch nicht. Meine Fresse, fahr doch. Kannst du noch 20 Meter davon vorne fahren bis zum LKW? Na gut, 20 sind ja nicht unbedingt, aber was denkt denn, du bist da vorne vorfahren? Sie ist überholt worden, das ist schon eine Scheiße. Mann, gib doch mal Gas. Kann doch nicht so schwer sein, ich muss um 0:21 Uhr da sein. Dann bin ich da, aber ich weiß gar nicht genau, wann er die Lieferung erwartet, weil ich ja nicht... Ich jetzt F6 drücke, bis die Aufnahme beendet und dann habe ich nicht wirklich... Alter, jetzt gib doch mal Gas, Mensch! Kann doch nicht wahr sein. Boah, ich schieb dich gleich hier weg, Alter. Kommt ein LKW, ich kann ihn überholen. Das sowieso hier in den Kurven nicht so wirklich wagen. Aber ich tue es jetzt. Boah, jetzt kommt ein LKW. Super. Zumindest habe ich es geschafft, den Idioten da hinten zu überholen. Gott. Was zockeln die hier alle so lang, ey? Ich glaub's ja wohl. Kann doch nicht wahr sein. Hoffentlich fährt der jetzt gleich nach rechts ab auf die Autobahn. Wenn der vor mir nach Bremen fährt, ne? Ja, dann gibt es aber Alaska hier. Aschka mit Mürchen. Alter Schwede. Ja, klar. Gott sei Dank bist du weg, ey. Idiotengesicht. Mama mia, Lahmarsch. Lahmarsch ist weg. Ja, und du kannst natürlich nicht fahren, das ist klar. Ja, gut, ich bin dann vielleicht schon zu weit draußen. Entschuldigung, tut mir leid, Jungs. War mein Fehler. Sonst hättest du normalerweise fahren können. Ich hätte dich durchgelassen. Aber nun gut. Ja, wir sind bald da. 30 Kilometer. Nächste auch schon wieder raus. Ja, brauche ich noch gar nicht. Ist noch nicht so weit. Ja, doch, eigentlich schon. So. Gewinne. Einmal drehen. Gewinne. Einmal drehen. Ja, das ist die Kirmes, Freunde. Die berühmten Kirmes-Stimmen. Gewinne. Einmal drehen. Naja, so ist das halt. Geht ihr übrigens auch gerne auf die Kirmes? Also, bei mir ist es nicht so wirklich... Ich meine... Geht zwar gerne drüber, aber Fahrgeschäfte ist nicht so wirklich ein Ding. Seitdem Wildwasserbahn, ja, ist schon mal so eine Sache. Da gehe ich schon mal drauf. Aber Freefall Tower oder sowas. Oder irgendwie eine Achterbahn oder so. Naja, ist nicht so wirklich mein Ding, Freunde. Ist nicht so wirklich mein Ding. Deswegen, wenn ich im Dingspark bin, in einem Freizeitpark oder so, da gehe ich auch nicht wirklich überall drauf, wenn vielleicht eine Wasserbahn ist oder so, wenn ich dann wirklich Lust zu habe. Aber eigentlich auch nicht wirklich. War ich noch nie gerne irgendwie auf Fahrgeschäften drauf. Damals, als ich noch kleiner Kettenhaus hatte, ja, das stimmt. Aber das war auch nur deswegen, weil wir denjenigen, der das besaß, das Kettenhaus sehr gut kann. Da bin ich ja immer drauf gerne draufgegangen. Nein, Freunde, wir mussten auch dafür bezahlen, auch wenn wir den gut kannten. Das, wir hatten da keine Sonderbehandlung. So, jetzt machen wir, jetzt müssen wir rechts und den nächsten Eck wieder rechts. Ja, ich sag nur, es war sehr umfangreich diesmal dieses Video, sehr, sehr lange. Kann man aber nichts für machen. Ich werde gleich direkt noch eine Folge hinterher aufnehmen, dann habe ich jetzt noch für eine Woche, 2 Wochen genug Folgen. Pro Woche kommen jetzt 2 Folgen, mittwochs und freitags. Also wie Minecraft, kommt montags. Dann kommt es montags, kommt Minecraft, kommt der Wiesner nur einmal. Montags. Oh ja, das ist ja einfach. Ja. Meine Arbeitsagentur gegangen. Ja, das ist mir egal, ob ich eine Arbeitsagentur gefunden habe. So, das gibt eh nichts, also fahren wir nochmal nach vorne. Wieder nichts. Gerade, Freunde, das ist nervig. So, jetzt aber. Ups, ja. Nein, 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 völlig falsch. Nein, ich will selbst einen Park machen. So, zack. Fertig. Gut. 7 Stunden hat mich das jetzt gekostet, die Daumen. Oh. Ja, ihr verspätet kam, das tut mir auch leid, aber 30 Minuten war ich zu spät. Huh. Naja gut, was soll's. Wir sind mit diesem Auftrag fertig. Wir nehmen wieder Just in Time, zack, und anwenden. Und ich sag dann mal, tschüss, bis zur nächsten Folge. Haut da rein. Ciao.